Hi. Hallo Toni, ich habe heute ein paar Fragen an dich als FAB. Darf ich reinkommen? Ja klar, komm rein. Danke, gefällt mir. Was macht eigentlich ein FAB? Ein FAB ist für die Ordnung, Sauberkeit im Bad zuständig und wir wollen, dass unseren Gästen gut geht. Verstehe, und das ist auch schon dein Arbeitsort. Ja, entspannt, oder? Auf jeden Fall. Es ist noch relativ früh, seit wann bist du denn schon hier? Ich bin seit um 6 hier. Das ist ja früh. Ja, das stimmt. Ich mag die Frühschicht gerne, weil früh ist es noch ruhig und es ist alles sehr entspannt. Das klingt gut. Und wann kommen die ersten Badegäste? Die ersten Badegäste kommen, wenn Frühschwimmen ist, um 6 und bei normalen Öffnungszeiten um 10. Sehr gut. Oh, da liegt ein Hut. Oh, das scheint ein Badegast vergessen zu haben. Was machst du jetzt damit? Das kommt an die Kasse, da kann der Besitzer es wieder abholen. Ach so, okay. Was war das Witzigste, was du jemals gefunden hast? Im Winter eine Jacke und ein Gebiss halt. Okay. Was macht denn dein Kollege da hinten? Das ist Marius. Der nimmt gerade Wasserproben. Ah, okay. Und warum nimmt er die Wasserprobe? Wir müssen den Chlorgehalt prüfen. Ah, okay. Und wie oft müsst ihr das am Tag machen? Wir müssen das 3-mal am Tag machen. Okay. Was hast du heute Morgen eigentlich schon gemacht? Ich habe heute Morgen schon sämtliche Flächen gereinigt und desinfiziert. Ah, okay. Den Hut, den lege ich jetzt da im Raum, den bringe ich nachher an die Kasse. Was gefällt dir an deiner Ausbildung eigentlich am besten? Dass wir jede Menge Spaß haben und das tägliche Sprungtraining. Dass wir Spaß haben, das zeige ich jetzt mal. Sehr gut. Krass, wir hatten dich kurz verloren und dann das. Nicer Baywatch. Ne? Danke. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind gerade im Riedbad, auch genannt Schleicher See. Cool. Welche Locations gehören eigentlich noch zur Bädergesellschaft? Zu der Bädergesellschaft gehören noch das Ostbad und in ein paar Jahren die Sportschwimmhalle in Lobeda. Klingt abwechslungsreich. Auf jeden Fall. Apropos, sowas gehört auch zu unseren Aufgaben. Musstest du eigentlich auch schon mal jemanden retten? Nein, zum Glück noch nicht. Aber ich war zum Glück in der Lage, jemanden Erste Hilfe zu leisten und darüber bin ich auch echt froh. Wow, das klingt echt nach einer Menge Verantwortung. Das ist es auch. Könntest du dir eigentlich auch einen Bürojob vorstellen? Nein, eher nicht so, weil ich bin lieber an der frischen Luft und in Bewegung. Und außerdem mag ich den Umgang auch mit den Badegästen. Brauchen wirst du auch noch. Ja, netter Nebeneffekt. Und wenn du die Schulbank während der Ausbildung drückst? Dann werde ich nicht so braun. Welche Fächer belegst du dort eigentlich? Chemie, Wirtschaft, Bädertechnik, Bäderwesen, Recht und sowas. Bädertechnik? Was lernt man da? In Bädertechnik, da lernen wir, wie wir zum Beispiel ein Volumen vom Becken berechnen. Aha. Und noch eine letzte Frage. Dann schieß los. Was sind deine Lieblingsfächer? Sport und Schwimmen. Genau, ich muss jetzt aber auch weiterarbeiten. Na klar, danke, dass wir dich begleiten durften. Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao.